So, ein paar Knöpfe drücken. Jakob, was machst du da? Ich mach das Wasser zur Lava. 1.000.000 Grad heiß. Garfield, wie oft habe ich dir gesagt, du sollst... Wie sieht denn das Wasser aus da unten? Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst nicht von zu Hause abhauen? Du blödes Faultier, ey, was ist denn da unten mit dem Wasser los? Wieso ist denn das alles so rot geworden? Boah, ich merke hier auch irgend so eine Hitze, Leute. Was ist mit dem Wasser? Was geht denn da ab, sag mal? Ich muss mir das mal genauer angucken von da unten. Garfield, du bleibst hier oben, ja? Das ist vielleicht nicht so sicher. Oh Gott, langsam erstmal runterlassen, langsam runterlassen. Ja, festhalten und noch einmal und festhalten. So, okay. Alles gut, was ist denn mit dem Wasser da unten, sag mal? Da drüben brennt es doch auch, oder gucke ich falsch? Ich meine, die Brücke hier steht noch, deswegen eigentlich... Oh mein Gott, heiß, 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 heiß. Oh Gott, Leute, was ist das? Das ist doch kein Wasser mehr, das ist doch Lava oder sowas. Guckt euch das mal an, wie sieht das aus? Einfach Lava jetzt hier im Wobbly-Life, wie krass ist das denn bitte? Ich muss sofort der Nationalgarde Bescheid geben, dass hier auf einmal Lava steigt. Ey, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Guck mal, die ganzen Boote da. Alter, die gehen doch gefühlt gleich unter. Hier oben ist ein Helikopter, den kann ich mir doch bestimmt ausleihen. Hallo, ich breche nur mal ganz kurz ein. Tut mir leid, ich habe eine Frage. Könnte ich eventuell den Helikopter von Ihnen ausleihen hier vorne? Ey, mein Junge, quatsch mich nicht dicht, Mann. Siehst du hier Besseres zu tun? Nämlich gar nichts. Ja, dass Sie nichts zu tun haben, das ist ja auch okay. Aber ich wollte mir fragen, ob ich hier den ausleihen kann. Aber alles klar, ich nehme das einfach mal als ja. Okay, Leute, keine Ahnung, was mit dem los ist. Der hat anscheinend noch gar nichts gecheckt. Aber wir nehmen natürlich den großen Helikopter, wo auch eine Bombe drin ist. Alter, wie krass sieht der denn aus? Okay, komm. Au, festhalten! Oh mein Gott, Alter, der hat mich gerade komplett weggeschleudert, sag mal! Und jetzt hänge ich hier in einer ganz prekären Situation. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, Kaspar, du kannst das. Wie war das nochmal im Ratgeber im Seven vs. Wild? Wie machen die das nochmal? Irgendwie einfach festhalten und laufen. Einfach festhalten und laufen. Laufen und festhalten! Meine Füße, meine Füße, meine Füße! Bitte, darf ich jetzt mal da rankommen? Bitte, Leute, es ist so heiß, oh mein Gott. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt machen soll. Ich meine, ich habe ein Handy dabei, ich könnte mir ein Boot rufen zur Not, aber ich komme da halt auch jetzt gerade nicht ran an meine Tasche, oder? Ah, meine Füße, meine Hand, meine Hand, meine Hand, aua! Hier oben weiter, ja, vielleicht kriege ich mich jetzt hier, ja, ja, oh mein Gott, noch ein Stück, hier rüber, rüber. Oh mein Gott, ich komme mich Gott sei Dank so safe. Alter, Leute, das war richtig knapp. Ich musste mich da wirklich Millimeter für Millimeter hochrobben. Und die Lava, wie krass ist die? Aber Gott sei Dank bleibt die gleich und steigt nicht, ne? Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier vorne irgendwo ein kleines Boot finde oder ein Helikopter oder so, dass ich hier wenigstens abhauen kann von dieser Gruselava. Und tatsächlich, hier ist ein Schild mit Wassertaxi. Ist es so schlau, jetzt so ein Flugzeug zu benutzen, Leute? Was glaubt ihr? Schreibt mal in die Kommentare. Hashtag ja oder Hashtag nein. Ich muss halt genau richtig ranspringen, dass ich, oh mein Gott, direkt reinkomme. Oh mein Gott, das qualmt ja schon, das Flugzeug. Hochziehen. Oh mein Gott, Alter, die Lava, Leute, wie krass ist die bitte am Start. Aber immerhin, meine ich, steigt. Sie steigt. Oh mein Gott, guck dich mal an, wie krass die Lava hier unterwegs ist, Leute. Der ganze Strand einfach jetzt untergetaucht. Was ist das denn? Das ist ja eine geheime Höhle, sehe ich gerade. Alter, was ist das denn bitte? Wie krass ist das denn hier? Auf einmal steigt hier die ganze Lava und die steigt ja immer weiter. Gott sei Dank bin ich gerade in der letzten Sekunde noch in dieses Flugzeug eingestiegen. Oh mein Gott, Leute, ich glaub's nicht. Die Lava steigt einfach. Okay, so richtig hochfliegen will ich jetzt mit dem hier auch nicht, mit dem Flugzeug. Wir müssen hier irgendwie rumkommen, dass ich das Ding irgendwo landen kann, damit ich... was macht man, wenn so Lava überlässt? Ich könnte einen Damm bauen, ich könnte die Feuerwehr rufen und mit dem Wasserschlauch reinhalten, aber ich weiß... Ah, das... Mein Gott! Oh mein Gott! Alter, ich bin hier von der Tastatur weggegangen eben, deswegen dachte ich so, ich könnte hier in Ruhe fliegen, aber Leute, auf einmal stürze ich hier ab. Okay. Schnell hier rüber, alles gut. Alter, die Stadt da hinten. Ich muss unbedingt die Leute in der Stadt warnen. Ich kann nicht glauben, dass hier die Lava einfach komplett schon am Steigen ist. Guckt euch das mal an, das Haus von meiner Oma. Nein, Leute, auch das ist hier einfach schon unter Wasser. Bis jetzt unter Lava. Alter, einfach alles zugedeckt nach oben. Oh mein Gott, die Lava steigt halt immer so weiter. Ich kann das gar nicht richtig justieren hier. Ich muss am besten mal da oben auf so ein Hochhaus hochfliegen, oder? Bringt das was? Hier, landen auf dem Museum und Sturz. Oh mein Gott, wo fliege ich hin, Leute? Festhalten. Oh mein Gott, gerade noch so festgehalten. Alter. Guckt euch das mal bitte an. Die Lava einfach komplett. Alter, da ist doch irgendwas passiert, sag mal. Ich kann mir nur vorstellen, dass da irgendwas im Labor passiert ist, Leute. Habt ihr vielleicht irgendwas mitbekommen? Ich habe gar nichts gesehen. Also die Lava, guck mal, wie krass die einfach am Steigen ist. Sie hört auch einfach nicht auf. Wie komme ich jetzt von hier oben am besten weg? Ich könnte versuchen... Oh mein Gott, ich könnte natürlich versuchen... Irgendwie einen Helikopter zu holen. Oh mein Gott, guckt euch bitte an, wie hoch die Lava schon gestiegen ist, Leute. Auch da vorne die Stadt, die Hochhäuser, wo ich dachte eigentlich, dass man da drauf sicher ist. Auch die einfach komplett schon völlig bedeckt davon. Ich glaube, der sicherste Spot ist da oben auf dem Berg, oder was? Ah! 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 Heiß, heiß. Oder was meint ihr?
Nach oben greifen. Oh Leute, Gott sei Dank, ich bin hier oben wieder am Start. Leute, ich bin Gott sei Dank wieder irgendwie nach oben gekommen. Ich musste mich hier wirklich nach oben robben. Das war gar nicht so leicht, wie es vielleicht aussah. Und ich habe keinen Plan, was ich machen kann, damit ich jetzt hier auch wegkomme. Ich meine, ich kann keine Polizei rufen, ich kann keine Feuer... Warte mal, ich habe ein Handy dabei. Das könnte vielleicht was... Das könnte funktionieren, mal gucken. So, alles klar, mal anrufen. Yo, Jimmy, was geht ab? Bist du am Start? Ich brauche hier mal unbedingt ein Pickup. Ich bin mitten in Doppel-Life und die Lava ist komplett ausgebrochen. Jo, alles klar, Kaspar, ja? Aber ich kann da wenig machen. Ich bin im Urlaub, ich bin auf Mallorca. Du bist auf Mallorca? Was machst du denn auf Mallorca, sag mal? Mann, ich mach Urlaub, jetzt quatsch nicht. Ciao. Leute, er legt auf einmal einfach auf. Was ist los mit dem, Alter? Der ist im Urlaub, Mann. Der kann mir also auch nicht helfen. Wie komme ich jetzt hier am besten weg, Leute? Eventuell bringt es ja was, wenn ich hier oben in dieses Atomkraftwerk reinkletter, Leute. Ich habe keine Ahnung. Das ist meine letzte Option, die ich habe, oder? Also, ich meine, dafür muss ich erstmal hier überhaupt erstmal rüberkommen. Wie kommt man da jetzt rüber? Warte mal, ich habe eine Idee. Oh Gott, vorsichtig. Sprung! Oh mein Gott! Okay, okay, geht noch, geht noch. Oh mein Gott, das ist aber schon heiß. Ob das hier so sicher ist, ich weiß es nicht, Leute. Aber ich probiere es einfach aus hier in diese Röhre rein. Vielleicht komme ich ja da... Oh mein Gott, das sah schon gar nicht gut aus. Nee, ich muss hier rüberspringen. Ich muss rüberspringen auf die andere Seite. Es funktioniert nicht anders. Alter! Oh mein Gott, Leute. Nach gefühlt 20 Stunden habe ich es hier endlich geschafft. Und da unten die ganzen Sachen sind alle unter der Lava. Ich bin hier rausgekommen. Und hier, guckt euch das mal an. Alter! Ich muss jetzt hier reinspringen, Leute. Ich hoffe echt, dass ich hier rauskomme. Da ist doch auch irgendwas. Was ist das denn? Was ist hier? Oh mein Gott, eine Hüpfburg, Leute. Wo gehe ich hin? Oh mein Gott, wo geht's hin? Wo bin ich? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Und was macht die Hüpfburg hier? Oh mein Gott, Leute, da ist ein Alien. Und der Alien, der guckt hier irgendwas im Fernsehen. Jo, was geht? Mr. Alien, alles klar? Oh mein Gott, guck mal, der guckt hier irgendwas im Fernsehen. Ich mache auch mal an hier. So. Okay, was läuft da jetzt? Da läuft echt was über diese TV-Show, über im Wobbly-Quiz. Leute, wie krass, halt auf einmal, Leute. Der guckt hier einfach Fernsehen auf entspannt. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Vielleicht, wenn ich hier reinspringe, glaubt ihr, das bringt was? Das ist aber Säure. Ich meine, das sieht gar nicht gut aus, aber immerhin steht da Ausgang. 3, 2, 1. Wow! Was? Wo bin ich? Ich bin in irgendeiner komischen Fabrik und ich habe nichts mehr an. Ich bin völlig nackt. Oh mein Gott, wo bin ich, Leute? Ich bin in irgendeiner riesigen Wobbly-Fabrik, sag mal. Leute, wo bin ich hier gelandet? Ich bin jetzt irgendwo unterirdisch. Ist hier vielleicht die Lösung des Problems oder was? Wurde hier irgendwie Lava hergestellt da drüben? Alter, hier braut ganz viel. Guck mal, was ist das hier? Eine Bohne? Oh mein Gott. Was ist das hier? Eine Tomate? Alter, was sind das für krasse Sachen? Komm, wir reden mal mit diesem Typen hier. Yo, hallo, alles klar. Ich habe eine Aufgabe und zwar ist die ganze Stadt voller Lava. Haben Sie vielleicht eine Idee, wie ich die aufhalten kann? Yo, Mann, alles klar bei dir. Kein Problem. Du musst dafür nur 3 Rezepte kochen. 3 Rezepte kochen? Aber was bringen die, wenn ich die gekocht habe? Das verrate ich dir, wenn die Leute jetzt sofort ein Like auf dem Video da lassen. Leute, ihr wollt es auch sehen, deswegen lasst unbedingt mal ein Like auf dem Video da für mehr Wobbly Life, bitte. Okay, die Leute haben jetzt geliked und jetzt verrat mal, was bringt mir das? Wenn du es schaffen solltest, 3 Rezepte zu kochen, dann geht die Lava eventuell zurück. Oh mein Gott, okay, alles klar, dann würde ich mal sagen, ja, ich nehme mir den Job gerne mal an. Oh mein Gott, ich soll so auf einmal jetzt sogar 5 Dinger machen. Wie geht das? Hier ist so ein Drehding. Oh Gott, Orange. Okay, warte mal, Orange steht da auch. Orange mit Stein und hier soll nochmal ein Blumenkohl rein. Es hat sich gereimt, warte. Da war, warte, so. Zack, und jetzt? Jetzt muss ich da irgendwie, jetzt muss ich das kochen irgendwie. Guck mal hier, jetzt haben wir einmal Orange, Stein, Stein. Okay, und jetzt hier, zack. Oh mein Gott. Und jetzt wird das aufgefüllt, oder was? Ich glaube, das passt. Ich glaube, das passt. Ja, guck mal, jetzt wird Orange eingefüllt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und dann einfach noch ein Stein. Jetzt kommt ein Stein. Müsste ein Stein kommen, oder? Ja, da kommen Steine. Sehr, sehr gut. Und jetzt kommt diese Brokkoli, oder nicht? Brokkoli auffüllen mit Brokkoli. Ja, Leute. Oder Blumenkohl, meine ich. Oh mein Gott. Alter, und das? Hat's jetzt... Was passiert? Da macht er jetzt irgendwas. Und? Wo kommt das jetzt raus? Wo kriege ich das jetzt her? Leute, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig gemacht habe. Aber, ach so, hier muss erst ein Glas reingepackt werden, damit er das befüllen kann, oder was? Hier ist es! Oh mein Gott, und jetzt muss das da vorne rein. Ah, jetzt check ich das. Komm, rein damit. Ja! Oh mein Gott, okay, Nummer 1. Haben wir, sehr gut, korrekt, sehr gut. Jetzt brauchen wir Rot, Stein, Tomate. Okay, erstmal hier dran drücken, so. Rot, oh Gott, nochmal. Rot, jetzt hier den Stein haben wir und hier die Tomate. Zack, oh, das ist der Maiskolben. Warte mal hier, so. Zack, Tomate, oh mein Gott, Leute, ich glaube, ich kann so die Lava aufhalten. Und jetzt hier wieder vorne auf die Maschine drücken, zack. Aktiviert und die Maschine geht los, sehr, sehr gut. Alter, und da haben wir direkt auch schon das nächste, ne? Rot, zack. Okay, kann ich jetzt auch schon direkt das nächste abarbeiten, wenn Rot jetzt hier fertig ist? Ich glaube ja, ne? So, das nächste haben wir nochmal Rot. Dann haben wir einen Diamanten und dann haben wir nochmal die Tomate. Okay, das nächste ist easy, Leute. Alter,
So, zack, jetzt brauchen wir hier, brauchen wir jetzt einen Diamanten. So, Diamant ausgewählt und hier brauchen wir nochmal die Tomate. Das heißt, ich kann schon direkt das nächste losschicken. Zack. Okay, nächstes losgeschickt. Und wo kommt das an? Hier oben fährt das jetzt gleich hoch, ne? Hier fährt das jetzt hoch. Ja, da unten kommt das. Perfekt. Alter, heute, wie krass. Okay, nächstes wäre lila Gelee. Wie geht das? Lila Gelee und was noch? Hallo, bitte! Lila Gelee. Lila Gelee, jetzt ein goldenes Teil. Oh mein Gott. Nein, noch ein weiter. Noch ein weiter, noch ein weiter, noch ein weiter. Nein, noch ein weiter, noch ein weiter. Das ist falsch. Hallo. So, goldenes Teil und eine grüne Bohne. Oh Gott. Komm schon nochmal. Ja, und grüne Bohne. Okay, ich aktiviere. Alter, dann habe ich jetzt schon drei Fässer gleich, ne? Und zack. Schon mal vorbereiten. So, sehr gut. Wir nehmen das Fass, das nächste. Alter, Leute, das könnten wir easy schaffen. Hier, zack, rein damit. Okay, aufgefüllt. Und hier drüben das nächste direkt. So, aber auch richtig. Sehr, sehr gut. Und das nächste. Oh mein Gott, wir haben nur noch 50 Sekunden Zeit, ne? Oh mein Gott, Leute, das wird knapp. Und jetzt haben wir jetzt hier, kommt das? Ja, das kommt. Okay, jetzt brauchen wir Orange, Diamantkorn. Orange, jetzt hier den Diamanten. Oh Gott, das muss jetzt schnell gehen. Diamant und der Maiskolben. 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 Wo bleibt der Maiskolben, Mann? Da ist er. Und jetzt hier schnell. 30 Sekunden, das können wir schaffen. Das können wir schaffen, wird knapp. Ja, es kommt, es kommt. So, ich gehe rüber. 30 Sekunden braucht er jetzt, um das vorzubereiten. Rein hier. Oh mein Gott, und absaugen. 20. Das schaffen wir nicht. Ich muss hier vorlaufen. Ich muss hier vorlaufen. Beeil dich, bitte. Nur noch, oh mein Gott, nur noch 10 Sekunden, Leute. Bitte, das müssen wir schaffen, das müssen wir schaffen. Füll auf. Nein, das wird ganz, ganz knapp. Wir haben zu lange gebraucht am Anfang, Leute. 8 Sekunden, 7 Sekunden, das muss ich auch noch zubereiten jetzt. Ey, das wird richtig knapp, das wird richtig knapp. 3, 2, 1, nein. Verdammte Axt. Und dabei hatten wir es fast geschafft, Leute. Nur noch dieses. Komm, wenn wir es jetzt noch abgeben, dann sind wir ein bisschen über der Zeit. Aber vielleicht geht es ja trotzdem noch. Und abgeben. Hallo? Alles gut jetzt? Jo, nicht schlecht. 5 Stück. Ein bisschen über der Zeit, aber egal. Du musst ja keinen Weltrekord aufstellen. Ich werde mit dem Professor reden, dass er die Lava zurückstellt. Gut gemacht, Kleiner. Jo, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben die Lava damit aufgehalten mit diesem Job. Wie gut ist das denn bitte? Alter, Leute, jetzt müssen wir raus hier. Ich hoffe, die Lava wurde jetzt wirklich aufgehalten und der hat nicht geprankt, ne, dass ich hier die Arbeit für den machen sollte. Wie komme ich jetzt am besten hier rüber, ist die Frage. Ich sehe da unten solche komischen Dinger. Au. Da müssen doch wahrscheinlich hier die Sachen dann immer so raufgeschoben werden, ne, die Paletten. Und dann kann man da erst rüber. Okay, es ist die Frage, wie komme ich hier wieder raus? Leute, endlich habe ich es geschafft, hier wieder rauszukommen. Die Bunkertür öffnet sich und ich bin ganz oben und jetzt bin ich wirklich gespannt, ob die Lava auch komplett weg ist. Aber es sieht gut aus. Also bis hier war sie ja sowieso nicht gestiegen. Deswegen mal gucken. Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Die Lava ist wirklich komplett weg. Alter, ich glaub's echt nicht. Es ist sogar wieder Wasser. Es ist sogar wieder Wasser. Guck mal, es ist ja gar nicht gestiegen mehr. Und ihr seht es selber, Leute. Es ist wieder Wasser. Wir konnten Wobbly City einfach komplett retten. Richtig, richtig gut. Ich muss mich mega beeilen. Und zwar soll ein Grünflossen-Thunfisch in der Bucht hier in Wobbly Life gesehen worden sein. Und ich bin sehr gespannt, ob ich den... Au! Ob ich den fangen kann. Leute, wir müssen uns echt mega beeilen und sofort aufs Schiff. Ich habe so einen Fisch noch nie gesehen. Und angeblich soll auch nur alle 1000 Jahre einer hier in der Bucht rumschwimmen. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Oh mein Gott, hier wurden schon einige andere gefangen. Aber nicht die, die ich suche. Jimbo, was geht ab? Hallo Kasper, beeil dich schnell. Los, nimm das Boot und ab mit dir in die Bucht. Aber weißt du auch, welchen Köder du nehmen musst? Welchen Köder ich nehmen muss? Ich muss da doch einfach nur so einen Wurm ranmachen, oder nicht? Oh Mann, du Idiot. Ich merke schon, du bist gar kein Angelprofi. Das verrate ich dir, wenn die Leute ein Like auf dem Video da lassen. Leute, like jetzt mal ganz schnell das Video und abonniert den Kanal, dann fangen wir hoffentlich diesen krassen Fisch. Okay, super. Ja, ich mache am besten mal einen Tauwurm ran. Ein Tauwurm? Alles klar, das sind so ziemlich lange Regenwürmer, glaube ich. Ja, die sind auch viel, viel dicker. Deswegen würde ich sagen, komm, ich quatsch nicht lang rum, wir gehen raus hier. Ich bin im Boot und wir müssen mal gucken, wo jetzt der rumschwimmt. Vielleicht sieht man ihn sogar schon am Horizont oder sowas. Das ist auf jeden Fall mega, mega gruselig. Ich glaube, hier ist gar nicht schlecht. Hier soll angeblich auch mit einer der tiefsten Stellen sein. Deswegen gehe ich mal an die Angel mal gucken, ob wir jetzt hier was fangen können. Wie macht man das? Und raus damit! Oh mein Gott, Leute, ich bin sehr gespannt, ob da direkt ein Fisch angehen wird. Bitte, 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 Leute. Da muss jetzt direkt der Thunfisch rangehen. Das wäre so krass, wenn wir den fangen. Leute, ich habe hier meinen Spot nochmal gewechselt und es ist tatsächlich einer dran. Ich hoffe, es ist jetzt dieser krasse Thunfisch. Ich bin sehr gespannt. Der kämpft auf jeden Fall bestimmt schon seit 5 Minuten gegen mich. Ich hole ein, Leute. Er kämpft nicht mehr. Ich glaube, er ist erschöpft. Und es ist... Oh mein Gott, wow, was ist das denn? Oh Gott, ein Riesennummer oder sowas. Alter, was ist denn das? Lass mich sofort wieder zurück ins Meer. Weißt du nicht, was es heißt, wenn man mich fängt? Wenn man dich fängt? Nee, was denn? Dann verfärbt sich das ganze Meer zu Säure. Haha, ich bin der King
der Wasserwelt. Was? Es verfärbt sich zu Säure? Oh mein Gott, nö. Du kommst jetzt auf jeden Fall mal mit in den Hafen, Alter. Du landest im nächsten Kochtopf, verstanden? Ich lass mir doch von so einem blöden Hummer hier nicht den Angelspaß versauen, sag mal. Nur weil ich jetzt hier so einen Riesenhummer gefangen habe. So, vorsichtig anlegen und... Zack. Okay, passt. Leute, wir nehmen jetzt diesen Hummer und haben einfach einen Riesenhummer gefangen. Und der muss jetzt hier ins Becken rein. Überleg dir das gut, Junge. Ich überleg mir das gut. Keine Sorge. Und rein mit dir. Du wolltest es so. Ich lass mir doch von so einem blöden Hummer nichts sagen. Hast du das mitbekommen, Alter, mit dem Hummer eben? Der hat mir gedroht, dass er jetzt hier alles zur Säure verfärbt. Warte mal, du willst mir aber nicht sagen, dass das ein großer Hummer war, oder? Doch, wieso? War so ein Riesenhummer. Wieso? Das ist der König der Meere. Lauf schnell. Ich soll laufen? Wieso? Ist doch gar nichts los. Hier ist doch ganz normales Wasser. Sag mal, was... Hä? Leute, guckt doch mal, ihr merkt es doch selber, ist ganz normales Wasser, gar nichts los. Ich überlege noch, ob ich hier so einen Fisch mitnehme. Ich meine, den Thunfisch, Leute, keine Ahnung. Was ist denn mit dem Meer passiert, Alter? Oh mein Gott, Leute, es hat sich komplett verhebt. Es ist komplett Säure geworden einfach. Und der Hummer ist einfach auch direkt weg, Alter. Das Boot ätzt da schon weg, Leute. Wir müssen hier ganz schnell weg, Alter. Einfach Säuremeer. Der Hummer hatte recht und der alte Mann auch. Oh Gott, ey, ich kann gar nicht glauben, dass ich das den Leuten hier angetan habe. Einfach Säure jetzt hier, oder was? Ich muss ganz schnell mein Auto rein oder in irgendein Auto, Leute, und einfach abhauen hier. Das ist ja schrecklich. Alter, bevor hier auch nur irgendetwas kommt, na, die Säure, guck mal, die Säure frisst sich hier einfach überall durch, Leute. Guckt euch das an, wie das aussieht, wie krass. Ich muss ganz schnell irgendwo hin. Alter, oh mein Gott, guckt euch mal. Guckt euch mal, oh mein Gott, die Säure an, Leute, wie krass, die ist doch gestiegen, oh mein Gott, der ganze Hafen ist schon unter Säure jetzt, oder was? Alter, wie sieht das aus, die Säure steigt ja hier immer mehr, Leute, guckt euch das mal an, wie krank ist das denn bitte? Oh Gott, ich muss ganz schnell in die Stadt, Leute, ich muss die Leute warnen irgendwie, es rette sich, wer kann, die Säure steigt, das Meer, es hat sich komplett verfärbt, Alter, fahr da nicht lang, Jimmy. Oh mein Gott, Leute, einfach die Säure komplett verfärbt, wie krass ist das? Kommt die schon in die Stadt rein? Ne, ich glaube noch nicht, ne? Oh mein Gott, sogar hier bei der... Oh mein Gott, da unten, ihr seht die sogar einfach bei der Bahn, bei der Eisenbahn. Die fährt jetzt einfach rein in die Säure, Leute. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich muss irgendwie die ganzen Menschen warnen. Und jetzt der ganze Hafen, guckt euch das mal an. Der ganze Hafen ist einfach schon zugedeckt mit Säure. Alter, die steigt einfach komplett. Oh Gott. Wie sollen wir das jetzt machen, Leute? Wo sollte man sich hier am besten retten? Warte mal, hier gibt es irgendwo so eine... ja, mir fällt was ein. Hier gibt es irgendwo so eine Notfackel. Die könnten wir aktivieren. Und wenn man die aktiviert hat, dann müssten die Leute eigentlich alle gewarnt werden, dass sie die Stadt verlassen. Jo, die Säure kommt. Verlassen Sie die Stadt schnell. Oh mein Gott, da vorne ist diese Notfackel hier. Alter, der Pool! Ich glaub's nicht. Der Pool ist auch schon mit Säure gefüllt. Leute, wie krass ist das denn? Guck dir das mal an. Oh mein Gott. Hier, nicht mehr arbeiten. Es rettet sich, wer kann. Hier, zack, ich aktiviere. Ich aktiviere und zack. Oh mein Gott, und nochmal. Oh Gott, Alter. So, ich hoffe, okay, es gibt hier 5 Stück insgesamt. Nochmal, nächste. Und dann, oh mein Gott, Leute. Alter, wir müssen die alle warnen, die ganzen Leute. Ich kann nicht glauben, dass ich das jetzt wirklich getan habe, dass die Säure jetzt hier überall kommt. Zack, Alter. Oh mein Gott, die sehen ja immer krass aus hier, die Raketen. Und hier die letzte nochmal, oder was? Ja, und die letzte Rakete und... Bam, jetzt müssen sie alle Bescheid wissen. Ihr wisst, was es heißt. Ihr müsst euch retten. Die Säure steigt immer ins unermessliche Alter. Und zwar ganz schnell. Da vorne ist ja ein Riesenrad. Damit könnten wir eigentlich mal fahren. Dann von oben mal gucken, wie weit die Säure schon gestiegen ist. Leute, die ganze Stadt wird hier anscheinend bedeckt, ne? So, Riesenrad, alles klar. Guten Tag, ich würde gerne eine Fahrt gratis machen. Oh Gott, hier arbeitet schon gar keiner mehr, ne? Hier ist schon einfach gar keiner mehr am Arbeiten. Ich aktiviere das Riesenrad und gehe hier mal ganz schnell rein. Oh Gott, rein, hallo. Au, nicht so. Ich möchte da rein, sag mal. Und zwar so. Oh mein Gott. Okay, wir sind in der Gondel drin, Leute. Sehr, sehr gut. Alter, ich bin rausgefallen. Was ist denn hier los, sag mal, Alter? Jetzt aber. Oh Gott, ich halte mich einfach außen dran fest. Das passt schon. Oh Gott, das war nicht so schlau. Die Säure. Au, die Säure steigt. Ich habe nicht genug Kraft. Hier nochmal schnell. Die Säure steigt einfach, Leute. Guckt euch das an. Der ganze Hafen, das ganze Hafengebiet einfach schon komplett unter der Säure bedeckt, ne? Ich glaub's nicht. Alter, wie krass ist das bitte? Aber hier in der Stadt ist bisher noch nichts, ne? Alter, der ganze Hafen, er wird einfach komplett bedeckt. Alter, wie... Leute, wo, was macht man, wenn Säure so auf einmal in der Stadt ist? Was macht man da? Keine Ahnung, muss man sich da irgendwie krasser retten oder so? Alter, die Säure steigt auch immer weiter. Yo, du da mit dem Eis in der Hand, steig bei mir am besten ein und rette dich. Das ist eigentlich lecker. Retten? Wieso das denn? Na, weil die Säure kommt. Hast du sie noch nicht gesehen? Da vorne ist überall alles voll, sag mal. Hast du sie nicht gesehen? Säure? Du Spinner, sowas gibt's ja gar nicht. Oh doch, und wie es sowas gibt. Und du musst einfach nur einmal zum Meer gucken und dann siehst du das auch schon, dass es mehr Säure ist. Leute, der wollte mir einfach nicht glauben, ne? Der wollte mir einfach nicht glauben. Der will da chillen und sein Eis essen. Auch du, Jimbo. Du bist doch ein Geheimagent, oder was? Du weißt doch genau, wie man die Säure aufhalten kann. Jo, Junge, was geht ab? Ich weiß, dass du dafür zuständig bist. Du musst die Säure aufhalten. Geh dafür ganz
schnell ins Labor und mach eine Mission. Ins Labor eine Mission? Okay, und was bringt das dann? Die im Labor wissen Bescheid, wie man die Säure aufhalten kann. Vertrau mir. Okay, ins Labor. Wo finde ich dieses Labor? Das hört sich krass an. Das Labor ist in den Bergen, du Vollidiot. Jetzt sieh zu, dass du da hingehst. Oder ich mach dich den Kopf kürzer und du musst hier hinter mir 30.000 Runden damit fahren und zwar auf Höchstleistung. Oh Gott, dann wird mir schlecht. Alles klar, in den Bergen. Okay, Leute, wir müssen dieses krasse Labor finden, wo angeblich irgendwelche Experimente gemacht werden und wo die Professoren oder die Leute, die da arbeiten, auch wissen, wie man die Säure zurückhalten kann. Alter, das ist so geisteskrank. Ist das hier das Labor? Wisst ihr das, Leute? Warte mal, er meinte was in den Bergen. Oh Gott, es rennt, dass ich mehr kann. Okay, die Stadt wurde auch schon einigermaßen geräumt. Ich könnte mit dem Helikopter auch hochfliegen oder ich fahre. Ich glaube, das Fahren ist jetzt gerade am schnellsten, bis ich jetzt erstmal ein Heli gefunden habe. Nicht mehr da lang. Oh mein Gott, Oma und Opa, die haben schon ein ganz grünes Auto, weil die Säure das Auto schon angefallen hat. Ey, nicht mehr da lang. Ich kann die doch nur warnen, die Leute. Was anderes kann ich auch nicht machen, Leute. Oh Gott, hier lang. Da ist ein Heißluftballon. Damit könnte ich eigentlich hochfliegen, oder nicht? Oh mein Gott, warte mal. Ich habe hier was gefunden, Leute. Ich weiß genau, was ich nehme. Dieses Ding hier. Damit müsste ich doch fliegen können. Ich bin so ein Teil noch nie Die Stadt! Oh mein Gott, ihr seht es gerade selber, Leute. Die Stadt ist einfach schon komplett eingenommen von der Säure. Mit dem Fliegen nehme ich zurück. Ich fahre lieber den Weg. Alter, die ganze Stadt. Und jetzt auch da der hinten der Freizeitpark. Es ist alles hier. Da seht ihr es aber. Es ist alles überflutet, Leute. Wie krank. Oh mein Gott, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell nach oben in dieses Berglabor rein. Wie auch immer man da hinkommt. Ich denke mal am besten hier über diese Brücke rüber. Es hat sich einfach alles mit Säure gefüllt. Wie krass schnell steigt die denn bitte auch? Guck mal hier, da hinten der letzte Bauer. Der letzte Bauer auf seiner Farm da hinten noch am Überleben auf der Insel, Alter. Land unter auf Hallighoge oder was das hier? Auf Sylt einfach. Oh mein Gott, Leute, man kann es hier kaum sehen. Aber guckt mal da runter bitte. Alter, diese Stromschwellen, ne, die verfärben sich der Leuchtturm auch immer weiter. Die Stadt! Die ganze Stadt. Oh mein Gott, mein Auto. Es ist der Motor, hat den Geist aufgegeben. Jojo, Willy Wonka, ich muss mir mal ganz kurz... Sorry. Tut mir leid. Nein, nicht in die Säure rollen. Ah. Ist weg. Das war's mit dem, Leute. Der musste dann glauben, der Bruder. Okay, wir müssen jetzt ganz schnell hier hochfahren. Und zwar bin ich gespannt, ob wir hier oben hochkommen mit dem Motorrad und ob wir hier das Labor finden. Ich habe immer noch keinen Plan, wo das sein könnte. Aber das sieht schon ganz gut aus, dass das hier irgendwo ist. Und da kann man Eis angeln und selbst das Eisangelbecken ist mit Säure gefüllt. Das Eis... Oh, sorry, auch die sind... Oh mein Gott. Hallo, ich habe Platten. Mann, die Blöden. Bleiben Sie hier. So, ich fahre das Teil jetzt. Haben Sie verstanden? Und wissen Sie, wo ich das hinfahre? Ich fahre das hier runter. Schieben, Leute, schieben. Komm, noch ein Stück. Jetzt. Ah! Haut rein! Das war's mit euch. Das war's mit euch. Oh mein Gott, die müssen in der Säure dran glauben, Leute. Hier, ich brauche ein neues Auto. So, fährt das jetzt wieder? Oh mein Gott, okay, wieder freigemacht. Alter, das hing einfach hinter dem Auto fest, ne? Was das denn da vorne ist, ein Crash? Was mache ich eigentlich hier so den Wackeldackel, sag mal? So, Platz da, die Säure kommt, Leute. Gibt's hier auch eine Hupe im Spiel, Leute? Wisst ihr das? Schreibt mal in die Kommentare. Oh, oh, was ist denn hier? Ein Schlitten. Sag mal, gibt's den Schlitten auch in schnell oder ist das hier irgendwie die Rentnerversion? Wir haben auch eine Mission. Ich lasse mich hier auch die ganze Zeit ablenken und habe auch schon den Stau aufgehalten hier. Entschuldigen Sie. Hallo. Das geht auch anders. Man kann das auch nett sagen, ne? So, da muss man auch nicht so irre überholen und so Überholmanöver machen. So, wir fahren weiter. Guten Tag, Sir. Bitte Schranke öffnen, bitte Schranke öffnen. Oh mein Gott, vielen, vielen Dank. Alter, Leute. Die Stadt, es ist alles. Oh, was? Es ist alles. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, ich bin gerade mit dieser Leine wieder hochgefahren. Leute, da hinten, jetzt haut das Ding ab. Alter, das war vielleicht ein Ritt. Ich habe es irgendwie wieder rausgeschafft, frag mich nicht. Der Bunker muss jetzt hier auf jeden Fall irgendwo sein. Fallschirme gibt es hier zu kaufen. Oh Gott, ich glaube, ich sollte mir mal lieber einen holen, oder? Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Oh, Leute, der wirft mich einfach ab. Oh mein Gott, ich bin im Fallschirm. Jetzt haben wir mal einen coolen Überblick von oben. Und jetzt sieht man hier unten einfach auch mal die krasse Säure, wie die sich hier die Rodelbahn langsam hochschlängelt. Ne, Alter, guckt euch das an, Leute. Alter, oh mein Gott. Okay, okay, schnell weiter, schnell weiter, schnell weiter. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, wir können die überleben. Oh mein Gott, was gibt's denn hier für einen Aufschwung? Wo ist der Bunker? Das ist ein Bunker da. Okay, aufmachen. Abschneiden hier. Oh mein Gott, abschneiden. Kann ich hier nicht abschneiden? Jetzt, okay, gelandet. Hallo, 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 hallo. Was geht ab? Ich habe schon mit Ihrem Kollegen unten geredet. Ist das hier der Bunker? Bin ich hier richtig? Geh unten ins Labor, du hast eine Mission. Alles klar, vielen, vielen Dank. Was passiert, wenn ich eigentlich diesen Knopf hier drücke? Hä? Oh mein Gott, ist da gerade irgendwas? Hä? Oh mein Gott, da passiert irgendwas, oder? Da ist irgendwas... Irgendwas passiert hier, wenn ich diesen Knopf drücke, Leute. Das Rad da fährt immer ein Stück weiter. Okay, was passiert, wenn ich diesen Knopf hier drücke? Oh mein Gott, dann fährt der Aufzug nach unten. Oh!
Oh mein Gott, die Säure. Alles gut, da oben wird sie gerade abgepumpt. Guckt euch das mal an, wie krass. Wo sind wir hier? Wir sind hier in irgendeinem richtig, richtig krassen Labor. Und jetzt sollen wir hier irgendwo eine Mission machen. Ich glaube, diese hier, oder? Guten Tag, kann ich mit dem reden? Oh mein Gott, er sagt, irgendwo hat er irgendwelche Teile verloren, aber dem können wir nicht helfen. Aber das ist auch nicht die Mission, die wir brauchen. Guck mal, da stehen die Teile. Und zwar einmal ein Gastank, okay. Dann irgendwie noch eine Batterie und sowas. Ja, guten Tag, vielen, vielen Dank. Was mit dem Wobbly denn? Alter, da kommt die Säure schon durch oben durch. Oh Gott, und hier im Labor, was wird hier gemacht? Du bist doch gar kein Professor. Was willst du hier? Mir wurde gesagt, hier unten gibt es keine Professoren mehr oder bist du für die Säure zuständig? Siehst du diese Maschine hier? Die kann dich schrumpfen. Die brauchst du, um die Ufo-Schlüssel zu finden. Die sind irgendwo hier mitten im Labor. Leute, ich kann mich hier schrumpfen lassen und dann kann ich, soll ich angeblich diese, oh mein Gott, dann soll ich diese Schlüssel finden und dann haut die, oh, wow, was passiert mit mir? Oh Gott, wow, Leute, ich bin ein Minion. Du siehst anders aus als die anderen. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich suche mein Team. So sehen die aus. Okay, wir müssen das Team von dem finden, Leute. Wo könnten die denn sein? Guck mal, wie klein ich bin. Hallo. Leute, der kann mich ja gar nicht verstehen, weil ich so mini bin. Und hier ist ein Knopf. Da sollen wir doch bestimmt draufdrücken, oder? Zack. Oh Gott. Oh mein Gott. Und jetzt? Schnell. Oh, rauf hier, ja. Und jetzt nach oben fahren. Oh, Alter, einfach Aufzug geworden. Ha! Ah! Das war knapp. Jetzt soll ich hier so ein Parcours oder machen, aber für mich kein Problem. Ich bin nämlich ein Wobbly-Life-Profi und zack, rauf hier, sehr gut und oh mein Gott, Alter. Hä? Alter, bin ich da draufgegangen gerade oder was? Alter, ach so, die Flammen ging an. Deswegen, okay, warte und beeilen, 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 beeilen. Oh Gott, die Flamme ist schon wieder an. Au, Sprung hier rauf. Okay, und jetzt ist hier die Waage, die dreht sich. Ui, die dreht sich immer zur richtigen Stelle. So, weiter geht's hier auf die nächste. Und die letzte. So, zack. Okay, jetzt hier nochmal ganz kurz durchs Labyrinth. Ich hoffe, wir finden diesen Typen, den wir suchen, ne? Oh nein, oh nein, oh nein. Festhalten, alles gut. Wo sollen wir denn hier lang jetzt? Sollen wir hier auf die Waage rauf? Nee, auch nicht. Hä? Hier noch weit. Da vorne ist ein Professor. Oh mein Gott, den ersten haben wir, Leute. Sehr, sehr gut. Und zack, den ersten erledigt. Hä? Hier unten ist einfach direkt der nächste? Oder was? Nee, der will ein Rennen fahren, oder was? Oh mein Gott. Ich soll mit so einem selbstgebauten Wattestäbchen-Auto fahren und ich habe nur ein bisschen Zeit und rüber. Oh mein Gott, Leute. Weiter, 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 weiter. Ja, sehr gut. Und hier auch nochmal weiter. Ja, oh mein Gott, noch eine zweite Runde, oder was? 13 Sekunden nur noch. Und ins Ziel rein. Jawohl. Geschafft. Sehr schön. Aber der ist jetzt gar kein Professor, den ich brauche. Verdammt, aber hier ist so ein Aufzug. Guck mal. Zack, und nach oben fahren, bitte. Jo, das reicht. Vielen, vielen Dank. Hier muss irgendwo einer sein. Ich bin jetzt hier hochgeklettert und kann hier auf so einen Knopf drücken. Und dann fängt der Globus an zu brennen. Das möchte ich nicht. Hier drüben ist noch ein Professor, habe ich gerade gesehen. Der Globus brennt und wir haben den nächsten. Sehr gut. Zack, Nummer 2. Jetzt ist hier so ein Laser-Labyrinth, wo sich alles ändert mit irgendwelchen Spiegeln. Ah, au. Und auch hier oben ist noch ein Professor. So, und alles klar. Nächsten haben wir. Sehr gut. Und der letzte Verrückte einfach hier oben drauf. Und der hat da, glaube ich, auch die UFO-Schlüssel. Ja. Oh, was? Wir haben jetzt den letzten gefunden und ich glaube, ja, Mann, wir haben so ein cooles Outfit bekommen und guck mal, der hat die UFO-Schlüssel. Sehr gut. Hier gibt es einfach einen Knopf unter einem Knopf. Und aktiviert, bitte, mach mich wieder groß. Danke. Wow, 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 wow. Sehr gut, Leute, ich bin wieder groß am Start und habe hier auch die UFO-Schlüssel jetzt eingesammelt. Die können wir im Brehen und dann geht hoffentlich die Säure zurück. So, Mister. Ja, 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 alles gut. Hier bitte einmal die Schlüssel für Sie. Oh mein Gott, und er ist zufrieden, dass er die hat. Sehr gut. Wow, danke. Dankeschön, du hast was gut bei mir. Ich werde die Säure in der ganzen Stadt abpumpen. Ey, mega, mega. Vielen, vielen Dank, Leute. Wir können einfach die Stadt retten damit. Und ich bin gespannt, ob jetzt auch die Stadt schon gereinigt wurde. Es sieht sehr, sehr gut aus, Leute. Säure ist hier auf jeden Fall noch nicht. Wir gucken mal. Und tatsächlich, das Wasser ist wieder alles normal, Leute. Wie cool ist denn das? Was ist denn das hier unten für eine Fabrik, sag mal? Mit so einem Trichter und sowas? Das kenne ich ja noch gar nicht. Alter, die Stadt ist wieder normal, Leute. Keine Säure mehr. Alles gut. Ich würde gerne surfen lernen. Und zwar mit diesem Brett hier, Leute. Ich bin nämlich ein richtig cooler Wobbly, aber warte mal. Der Wasserspiegel war doch gestern viel höher.
Wieso ist denn das jetzt so weit runtergegangen? Hier sind halt auch gar keine Leute am Strand, sehe ich gerade. Aber eine Hüftburg, wie cool ist denn das? Okay, das Surfen lernen, das würde ich ja sagen, verschieben wir erstmal. Ein Bademeister ist zur Not auch da. Guck mal, wie cool, wir können hier einfach in dieser Hüftburg rumhüpfen. Alter, wie viel Spaß macht denn das? Oh, Leute, wie krass ist das denn? Guck, ey, das macht so viel Spaß, Leute. Und da vorne ist so ein Bademeisterstand. Ich wollte schon immer mal in sowas reinklettern. Und denkt jeder, ich bin der Bademeister, wie cool. So, oben angekommen. Und das Wasser, yo, warte mal. Das Wasser steigt. Oh nein, was ist denn jetzt hier passiert? Sag mal, guck mal. Das Wasser, oh mein Gott, das Wasser steigt hier sogar schon über den kompletten Strand rüber. Hä, was soll das denn? Und der Typ, der hier am Strand liegt? Alter, der bekommt noch gefühlt gar nichts mit. Sir, Sie müssen aufstehen, bitte. Ich gehe nur, wenn die Leute das Video liken. Leute, like bitte mal das Video, dann können wir den Typen retten. So, komm, wir ziehen hier einfach an seiner Liege. Sir, Sie müssen jetzt wirklich mit uns mitkommen. Das Wasser scheint hier wirklich komplett zu steigen. Alter, wie krass ist das denn? Wir müssen sofort zur Polizei oder zur Feuerwehr oder sowas. Was macht man, wenn so eine Flut kommt? Guck mal das Surfbrett da an. Alter, oh mein Gott. Okay, warte mal. Jetzt kann ich doch surfen. Und los. Yeah, Leute. Ich bin am Surfen. Oder auch nicht mehr. Ich kann, glaube ich, dieses Auto hier nehmen. Geht das? Ja, ich kann mit diesem Auto fahren, mit dem Ice Cream Auto. Oh mein Gott, da kommen Streusel hinten raus. Seht ihr die? Alter, und damit fahren wir, würde ich sagen, jetzt einfach mal hier oben hoch, weil anscheinend steigt das Wasser hier immer mehr. Ich habe eben schon gemerkt, dass das irgendwie höher war als gestern, aber keine Ahnung, wieso es jetzt heute so hoch wird. Oh mein Gott, es steigt immer mehr, Leute, die Flut kommt. Oh nein, was soll ich denn jetzt machen? Sag mal, jetzt kann ich ja mich nur hier irgendwo oben retten. Alter, jetzt die Hüftburg, wo ich eben gerade war, der Wobbly. Nein, Leute, wie krass ist das denn bitte? Guck mal, die Hüftburg und auch dieser Hochstand, wo ich eben war, einfach unter Wasser. Auch da drüben die Insel. Oh mein Gott. Ich glaub's nicht, Leute. Wie krass ist das denn bitte? Ich muss ganz schnell hier irgendwie lang. Leute, es rette sich, wer kann. Auch du. Sind's die Officer? Hallo? Sie müssen sich schnell retten. Was laberst du denn, Junge? Wie, was laber ich? Das Wasser kommt. Die müssen sich retten. Wir müssen sofort die Feuerwehr rufen. Okay, hier ist so ein Roller. Den werde ich mir mal ganz kurz ausleihen. Alles gut. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas anderes Krasses in der Garage drin, dass ich noch schneller unterwegs bin? Nee, leider nicht. Dann nehmen wir halt hier diesen Roller, Leute. Vorsicht. Es rette, au, es rette sich, wer kann. Sag mal. Oh mein Gott, das ist ja viel schneller als das Eisauto eben. Oh Gott, erstmal vorsichtig hier hoch. Wir müssen sofort der Feuerwehr Bescheid sagen, damit die sofort hier das Wasser abpumpen können, weil die Stadt wird einfach unter Wasser oder geflutet oder sowas. Ich weiß auch nicht, ob da ein Tsunami kommt oder keine Ahnung, aber ich würde sagen, ich fahre erstmal hier oben hoch in die Stadt rein. Wir sollten auf jeden Fall sicher sein auf einem von diesen Hochhäusern da drüben in der Großstadt, ne? Oh, Vorsicht, darf ich hier bitte mal vorbei? Danke. So, hier drüben, es sind mir hier auch noch zu viele Leute unterwegs. Ich habe echt Angst, dass denen allen was passieren wird, wenn wir jetzt nicht die Feuerwehr holen oder die Polizei rufen oder sowas. Irgendjemand muss ja was dagegen tun. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Schutzräume, wo man sich oben retten kann. Alter, guck mal, wie hoch das Wasser hier ist. Da unten seht ihr so ganz klein. Normalerweise ist hier eine Rampe. Und Sprung. Oh mein Gott, ich musste das. Ich musste jetzt hier mal so hochkommen. Okay. Oh Gott, Leute, hier vorne ist die Feuerwehr. Vielleicht können wir da jemandem Bescheid geben, dass hier das Wasser immer weiter steigt. Anhalten. So, entschuldigen Sie bitte. 112. Das Wasser steigt. Ein Tsunami kommt oder sowas. Ein Tsunami? Das kann ja gar nicht sein, Junge. Sowas gab es schon seit über 50 Jahren nicht mehr hier in Wobbly Life. Du hast dir das, glaube ich, eingebildet. Ich habe mir das nicht eingebildet. Da draußen, das Wasser steigt immer weiter. Ich veräppel sie doch nicht. Ey, Leute, was ist mit dem? Der glaubt mir nicht. Jetzt kann ich nicht auf die Feuerwehr zählen oder was? Wie soll ich denn jetzt am besten die Leute warnen? Okay, ich muss es irgendwie selber herausfinden, wie ich mich hier retten kann. Wahrscheinlich, wenn ich da oben aufs Hochhaus irgendwo raufgehe. Oh Gott, Leute, ich habe keine Ahnung. Was soll ich hier noch? Hier, Jimmy. Hör zu. Das Wasser, es steigt immer mehr. Was guckst du denn da so komisch auf diese Wackeldackelfigur? Das Wasser steigt immer mehr. Du musst dich sofort retten. Jimmy, hörst du mich nicht? Hör mir doch zu, Jimmy. Leute, der hat die Kopfhörer auf. Alter, die glauben mir gefühlt alle nicht. Geht doch zum Wasser und überzeugt euch selber. Alter, Leute, das Wasser steigt. Ich habe echt Angst, dass es jetzt hier jede Sekunde auch in die Stadt reinlaufen könnte. Es könnte auch sein, dass es da vorne aus diesem Atomkraftwerk, dass da irgendwas passiert ist oder so. Und ich sehe auch gerade, hier in der Stadt ist vielleicht gar nicht mal der sicherste Spot, weil da oben sind so Berge, da ganz, ganz hinten. Da ganz oben, Leute, da wäre es auch übelst sicher, ne, wenn das Wasser jetzt noch weiter steigen sollte. Oh Gott, ich habe echt Angst, dass das jetzt hier jede Sekunde kommt. Ich würde sagen, wir fahren mal da oben in die Richtung oder versuchen wir erstmal auf so ein Hochhaus raufzukommen. Das wäre eigentlich auch eine gute Option. Oder ein Boot. Ein Boot wäre auch krass, weil dann könnten wir oben auf diesem Wasser drauf fahren, wenn es jetzt wirklich immer weiter steigen sollte. Aber ich sehe gerade nicht mehr, dass es steigt. Am besten, ich gehe mal in den Wobbly TV Tower rein, also in den Fernsehsender hier in Wobbly Life. Und wir gucken mal, ob ich mit dem Fahrstuhl nach ganz oben fahren kann, um erstmal einen Überblick zu bekommen. Guten Tag, ich würde gerne nur einmal in den 30. Stock fahren. Alles gut, vielen Dank. Und hier auch nochmal so. Und nochmal. Okay, scheint schon kaputt zu sein, Leute. Keine Ahnung, was haben wir jetzt hier für krasse Räume? Guck mal, wir sind einfach in irgendeinem krassen Filmstudio. So, dreh mal die Kamera hier. Oh, warte mal, okay, die gucken in diese Richtung, dann stelle ich mich hier so hin. Diese
Diese Nachricht geht an alle Einwohner der Wobbly-Stadt. Das Meer steigt ohne Ende und wird alles überfluten. Bringt euch in Sicherheit, solange ihr noch könnt. Schnell! Okay, Leute, ich hoffe, dass die Nachricht angekommen ist. Alter, ich glaub's nicht. Okay, ich habe aber irgendwie hier kein Fenster, dass ich wenigstens mal rausgucken kann, wie hoch das Wasser jetzt mittlerweile schon ist. So, und runterfahren. Oh mein Gott, wie hoch ist das? Schwimm. Alter, wie hoch ist denn das Wasser jetzt hier schon? Oh mein Gott, das geht ja hier durch den ganzen Aufzug schon. Schwimm. Luft anhalten. Oh Gott, wir sind ganz unten. Oh mein Gott, ich muss... Oh, Leute, ich kann hier kaum rausschwimmen. Ich sehe hier nur ganz unscharf. Alter, und jetzt hier schnell nach oben. Bitte. Schwimm. Oh mein Gott, Alter, wie krass ist das denn bitte? Leute, das Wasser ist hier einfach schon komplett... Hat hier schon die ganze Stadt eingenommen. Alter, was soll ich denn jetzt hier noch machen? Ich muss irgendwo hoch auf die Berge. Hier in diese Richtung. In diese Richtung. Höher als so geht es nicht. Guck mal, da hinten, die Häuser sind noch nicht unter Wasser. Aber guck mal, wie hoch es einfach schon ist. Alter, ich glaub's nicht. Wie krass. Komm schon. Noch ein kleines Stückchen. Und raus hier aus dem Wasser. Oh mein Gott, Leute, das Wasser steigt hier so krass. Und guck mal, jetzt stehe ich hier oben. Okay, bis hier geht das Wasser schon mal. Alter, wir brauchen echt irgendwie ein Fahrzeug. Da vorne das Taxi. Oh nein, das Taxi. Das rettet sich wirklich. Wer kann? Ich hoffe, es haben jetzt mal alle verstanden. Ich habe ja Gott sei Dank hier vorne an diesem Auto, kann ich mir ein Auto holen, glaube ich. An dieser Bushaltestelle, meine ich. So, oh mein Gott, Leute, das Wasser steigt so krass. Wir müssen irgendwie da oben hochkommen. Nein! Oh Gott, meine Freundin, hier, es rette sich, wer kann, hier, schnell, wir müssen los. Oh mein Gott, schnell weiter nach oben, noch weiter nach oben. Und hier hoch, oh was, und hier rüber über die Gleise, so, kein Problem. Leute, guckt euch mal das Wasser an, es kommt hier, es flutet die ganze Stadt. Bitte nicht in die Richtung fahren, die Stadt muss gesperrt werden, es überflutet hier alles. Leute, guckt euch das an, wie hoch das Wasser einfach steigt, das ist ja wirklich unglaublich. Ich sollte aber eigentlich sicher sein, in so einem Heißluftballon fällt mir gerade auf, aua. So, okay, ich sollte eigentlich sicher sein, in so einem Heißluftballon. Dann könnte man doch eigentlich damit einfach hochfliegen und man ist safe, oder nicht? Ich probiere es einfach mal aus. Zack. Das einzige Problem, was wir da bei einem Heißluftballon haben, ist, dass man ihn nicht steuern kann. Der geht ja immer nach Wind. Au! Oh Gott, der hat ja gefühlt gar kein Gas mehr. Oh, das Wasser! Oh mein Gott! Du hast gerade gesehen, wie es unter mir einfach gestiegen ist. Jetzt hier bitte lenken. Oh mein Gott, das Wasser steigt immer mehr. Ich muss raus. Oh mein Gott, habt ihr es gesehen, wie krass schnell. Alter, was? Selbst der Heißluftballon von eben, gerade die Wellen, die sind auch so hardcore krass. Guck mal, selbst das ganze Atomkraftwerk da hinten, auch das wird jetzt hier schon unter Wasser gesetzt. Ich kann es einfach nicht glauben. Wir müssen irgendwie ein neues Auto nehmen und da oben auf diesen Berg kommen. Ey, wie krass ist das? Ich hoffe, ich überlebe das hier nochmal. Oh mein Gott, Leute, ich habe echt ein bisschen Angst, ne? Ich bin auch echt ein schlechter Schwimmer. Wahrscheinlich kommt das noch mit dazu. Hallo, Sir. Ja, Sie müssen, ich werde mir hier mal ganz kurz Ihren Gabelstapler ausleihen, ja? Oh mein Gott, Leute, wir müssen jetzt da... Die Leute fahren einfach da durch. Warte mal, komme ich überhaupt noch mit der Brücke rüber? Ich muss warten, bis die Welle perfekt ist. Schnell, du blauer Rad! Ah, nein, verdammte Axt, ey. Oh Gott. Er fährt immer noch. Nein, oh mein Gott, ist Schrott, verdammt. Au. Ich muss schwimmen, es geht nicht anders. Ich muss hier einfach einmal über die Brücke rüberschwimmen, Leute. So, und zack, wieder angekommen. Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, was hier gerade passiert. Das Wasser... Ihr seht es selber. Was soll ich dazu noch sagen? Alter, es steigt ins Unermessliche. Ich komme hier gefühlt gar nicht mehr hoch. Ich kann hier gar nicht hochklettern. Hallo, bitte. Darf ich einmal bitte hier hoch jetzt? Hallo, danke. Ich ertrinke sonst. Vielen Dank. Ich bin ein schlechter Schwimmer. So, jetzt hier schnell nach oben. Nach oben. Guck mal, wie hoch das Wasser einfach schon kommt. Ein Helikopter. Unsere Rettung, Leute. Sehr, sehr wichtig, dass wir den jetzt gesehen haben und gefunden haben hier. Oh Gott, wir konnten, glaube ich, nicht mehr so viele Leute aus der Stadt retten. Aber ich meine, immerhin haben wir jetzt hier einen Helikopter und wir können uns retten. So, wie fliegt man so ein Ding nochmal? Nach oben. Oh Gott. Oh Gott, ich glaube, so war richtig, oder? Ja, ich glaube, so war richtig. Wie hoch das war? Der Helikopterlandeplatz genau unter uns. Alter, einfach schon unter Wasser jetzt. Oh Gott, okay. Jetzt vorsichtig fliegen. Da ist sogar so ein Hängegleiter. Alter, sehen wir hier noch irgendwo Leute, die wir retten können, Leute? Seht ihr hier noch irgendwo kleine Wobblies, die gerettet werden müssen von uns? Sind da Leute auf den Dächern oder sowas? Ich sehe hier gerade keinen. Also die meisten haben sie anscheinend schon in Sicherheit gebracht. Und jetzt geht das Wasser sogar bis hier. Ich kann es nicht glauben, wie krass schnell das steigt. Guck mal, die Stadt, wo wir gerade durch sind, einfach jetzt auch schon unter Wasser. Und da ist so ein Katapult. Oh Gott. Am besten hier nochmal ein bisschen hoch. So, bitte bringen Sie sich alle in Sicherheit. Was wird denn hier gemacht? Hier wird geangelt. Und selbst hier, das Wasser, es tritt einfach aus nach oben. Ja, es tritt einfach aus diesem krassen See, Alter. Und der See überflutet hier jetzt gefühlt gleich alles, ne? Nein, die Wobble ist unter uns. Es rettet sich, wer kann, bitte. Das Wasser, es steigt immer weiter. Hier, schnell. Au, sag mal. So, nein, nicht mehr mitkommen. Bitte in die andere Richtung fahren einfach. Nicht ins Wasser rein, bitte. Nicht ins Wasser rein, bitte, ich sag's doch. Leute, der wollte aufgeben, glaube ich. Oh Gott, wir müssen schnell nach oben fahren. Oh, nicht mit ins Wasser mehr mit dem Motorrad.
Hier über die Brücke rüber. Ah! Nein, verdammt, Alter, das ist ja völlig Schrott, das Auto. Ich sehe nichts. Oh Gott, schnell nach oben. Ich glaube, hier sind wir sicher oben auf dem Berg. Ne, das ist ja der höchste Punkt in Bobby Life. Da muss man, da muss man doch sicher sein, sag mal. Wie fahre ich denn? Wo habe ich denn meinen Führerschein gemacht, ey? Gut, komm, weiter hoch. Ich glaube, wir kommen hier in dieses Schneegebiet. Und ich glaube, wir kommen hier auch in dieses Bundeswehrgebiet oder sowas, ne? Alter, schnell. War das eben eine Rodelbahn? Ich glaube, da war eine Schlittenrodelbahn, Leute. Lasst mal ein Like da, wenn ich damit mal fahren soll. Ich sehe das Wasser da gerade schon. Oh Gott, hier schnell rum. So, der See hier, der wird doch Safecall auch gleich überfluten, dieser See. Oh Gott, das ist gar kein See, sehe ich gerade. Der ist ja zugefroren, da kann ja gar nichts überfluten. Ja, dann ist ja alles gut, Leute. Guck mal, da kann gar kein Wasser. Oh, ich habe nichts gesagt. Alles gut, da kann doch Wasser rüberkommen. Hier kann man Kart fahren. Alles klar, Repte, retten Sie sich. Hier, wir müssen auf den Militärstützpunkt. Hallo, darf ich bitte rauf? Guck mal, der macht die Schranke gar nicht mehr runter. Okay, ich muss hier versperren. Ich muss hier den Weg versperren. Vielleicht bringt das was, dass wir hier was... Oh Gott, sorry. Dass wir hier das Wasser irgendwie ein bisschen aufhalten können. Nein, oh Gott, oh, fahren Sie nicht da runter, bitte. Nein, Leute, bitte. Ey, ich muss schnell jetzt... Oh mein Gott, was? Wie krass kommt das Wasser hier auf einmal noch hoch? Ich glaub's nicht, Alter. Wir müssen irgendwie jetzt ganz schnell... Alter, es ist alles unter Wasser. Hier, schnell in so ein Flugzeug rein, Leute. Oh, unter Wasser fliegen funktioniert nicht so richtig gut. Aber raus. Und jetzt hier schnell in den Helikopter rein. Schnell in den Helikopter. Oh mein Gott, das Wasser steigt so hardcore krass gerade. Fliegt der noch? Ja, gerade so, mein Gott, war das knapp. Gerade so noch das Wasser einfach entkommen. Alter, guckt euch bitte an, wir können jetzt nochmal hier rüberfliegen. Guckt euch bitte an, wie krass hoch das Wasser hier schon steigt. Von der Wobblistadt ist nichts mehr über. Es steigt sogar noch höher. Und jetzt hier die ganze Military Base. Stellt euch mal vor, da sind welche in diesem Bunker da unten drin. Ich weiß nicht, ob so eine Tür so viel Tonnen Wasser festhalten kann, ne? Alter, guckt euch bitte an, wie krass das Wasser hier steigt. Man ist gefühlt echt nur noch sicher in so einem Helikopter. Oder ich sehe auch gerade, da oben ist so ein Haus. Vielleicht können wir da landen. Und dann sollten wir eigentlich auch safe sein, oder? Vielleicht können wir da noch irgendwas machen. Alter, ist auch ganz schön stürmisch hier. Strömungsabriss! Wow, oh mein Gott, Leute. Wir müssen hier versuchen, oben irgendwie zu landen. Alter, ich kann nicht glauben, was ich hier sehe. Leute, guckt euch bitte mal die Stadt an. Die ist einfach komplett unter Wasser. Ey, das ist das Krasseste, was ich jemals in Bobby Life gesehen habe. Einfach komplett überflutet die ganze Stadt. Ich hoffe, es konnten sich noch richtig, richtig viele Leute retten. Ich hoffe, dass da noch andere Leute den Helikopter am Start haben, aber ich weiß es nicht genau. Oh Gott. Jetzt wird es natürlich auch nochmal schwierig, hier zu landen mit so einem Helikopter. Bei dem Wind! Oh Gott. Alter, das ist nicht so einfach, wie es vielleicht aussieht, Leute. Ich muss hier echt vorsichtig erstmal mich rantasten. Und jetzt nach unten. Ganz, ganz langsam nach unten, weil ich weiß auch... Ja! Bruh. Oh nein, es explodiert und wir fliegen ins Wasser rein. Nein! Oh Gott, ich kann doch nicht... Oh mein Gott. Oh, Leute, nach oben. Nach oben. Oh, nach oben weiter. Bitte nach oben. Ja. Oh mein Gott, Leute. Oh, Alter, die Wellen treiben mich hier wirklich ins... Oh mein Gott, die Wellen treiben mich hier ins Unermessliche. Guckt euch das mal an. Da unten sind gar keine Hubschrauber mehr, Leute. Ich muss hier echt da oben auf den Berg rauf, damit ich das hier überlebe. Oh mein Gott. Hier auf den Berg kam. Hoch hier. So, und jetzt hier bitte einmal. Oh mein Gott, Alter, nicht wegfliegen, bitte. Danke. So. Oh Gott. Ja? Nein, ich fall hier. Ich muss die Welle nutzen und hier nach oben kommen. Und nach oben kommen, bitte. Bitte nach oben einmal. Danke. Oh, das Wasser trägt mich, Leute. Und ich bin oben. Okay. Gut, ich bin oben am Start und jetzt hier einfach nur nach oben klettern. Alter, ich kann nicht glauben, dass ich das geschafft habe, dass ich jetzt hier oben bin. Und das Wasser, es ist, als wäre ich der letzte Überlebende. Es ist auch, als wäre es ein bisschen so eine Eiszeit oder sowas, ne? Höher komme ich nicht. Höher als hier komme ich nicht. Leute, das Ding ist, es kommt ja noch dazu, dass es hier verdammt kalt ist und ich rutsche den Berg runter und falle ins Wasser rein. Nein, oh, verdammt, ich rutsche den ganzen Berg runter und ich kann doch so schlecht schwimmen. Ich habe eine Idee und zwar ist ja hier unten diese Hütte da und ich weiß nicht, die Aufmerksamen unter euch haben es gesehen. Ich muss mich hier ein bisschen festhalten. Festhalten, so, die Aufmerksamen haben es gesehen. Da unten ist einfach ein kleiner Knopf dran an der Hütte. Oh mein Gott, festhalten. Ich muss jetzt Luft anhalten. Vielleicht bringt es was, wenn wir hier auf den Knopf drücken. Vielleicht ist es ja die Lösung des Problems oder sowas. Drücken, ja! Es passiert was! Aber was passiert jetzt? Leute, ich kann nicht glauben, was passiert? Das Wasser ist gefühlt stehen geblieben, oder? Ist das Wasser stehen geblieben? Geht das Wasser jetzt wieder runter? Ich habe auf den Knopf raufgedrückt. Ich habe das Gefühl, das Wasser geht langsam zurück, Leute. Aber guck mal, ja, ich bin hier schon mal... Oh mein Gott, jetzt sieht man hier auch mal richtig den Höhleneingang. Alter, das Wasser geht hier wirklich langsam zurück. Was ist das hier? Ein eingefrorener Wobbly. Oh mein Gott, das sind einfach noch so coole Missionen, die wir machen können, Leute. Wenn ihr wollt, dass ich die mal mit Brox mache, dann lasst auf jeden Fall ein Like. Dann mache ich gerne mehr Wobbly Life. Das Wasser geht hier zurück. Ich glaube, wir können die Stadt so retten. Hier draußen ist hier jetzt noch Wasser. Oh mein Gott, das Wasser ist schon komplett zurückgegangen. Alter, wie krass ist das denn? Wir haben einfach den Tsunami
mich irgendwie aufgehalten durch diesen Knopf da oben. Vielleicht war das auch ein Hinweis, dass wir zu dieser Höhle sollen oder sowas. Leute, wie krass ist das denn bitte? Wir konnten den Tsunami aufhalten in Bobby Life und haben ihn überlebt. Deswegen lasst unbedingt ein Like und ein Abo da und checkt, was von diesen meinen Videos aus. Guckt sie bis zum Ende an. Es lohnt sich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dann wünsche ich euch einen Tag. Bis dahin und ciao, ciao.